Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Vorwärtssektion der Formationstrader am Montag, dem 18. November 2013. Schön, dass Sie wieder da sind und wenn Sie die Wochenendausgabe verpasst haben, denken Sie bitte dran. Heute Nacht, 31 mitteleuropäischer Zeit, erwarten wir die Monetary Minutes der RBA, Royal Bank of Australia. Dann Mittwoch, 10.30 Uhr, das gleiche bei den Engländern, was den britischen Pfund angeht. 20 Uhr und 20.30 Uhr FOMC Minutes und Protokoll, also Protokoll und die Minutes und am Donnerstag Bank of Jakarta Japan ebenfalls Sitzungsprotokoll und deswegen sind wir diese Woche auch insgesamt eher ein bisschen zurückhaltend, hier größere Positionen da zu eröffnen. Wir hatten miteinander bei Euro-Dollar über den Tageschart darüber gesprochen, dass der Markt hier eher ein Pullback machen sollte, weil hier viel Unterstützung war. Pullback machen wir gerade, wir laufen in Richtung der 50-Tage-Linie, horizontale Widerstandsmarke 1,35 dazu, ehemals trendunterstützende und jetzt trendbegrenzende Linie, dreifache Widerstandszone, die hält. Und in dieser Bewegung haben wir nach oben eine andere trendbegrenzende Linie nach oben aufgelöst, aber wir kommen sofort wieder zurück, denn wir hatten nämlich innerhalb dieser Bewegung eine weitere bärische Keilformation gebildet. Wir haben auch gesagt, wenn wir über diese Trendlinie gehen, 1,3540, horizontale Widerstandsmarke, dazu die Trendlinie und die 50-Tage-Linie, eher wahrscheinlich, dass der Markt hier scheitern sollte. Jetzt kommen wir zurück, haben eine Verkaufsformation, sind auf der falschen Seite einer bärischen Keilformation und innerhalb einer größeren Bärkeilformation. Wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt hier den, keine Ahnung, 5-Minuten-Chart einschalten und kann Ihnen sagen, hier horizontale Unterstützung im Bereich der 1,35, ein bisschen drunter, 1,3496. Wenn der das hier bärisch auflösen sollte, dann können Sie 40 Pips hier auf der bärischen Seite traden. Aber ich möchte eigentlich genau das Gegenteil Ihnen sagen. Ich möchte Ihnen sagen, Leute, wir erwarten wirklich wichtige Wirtschaftsdaten. Und wenn man kein Daytrader ist, wenn man nicht weiß, wie Daytrading funktioniert, dann geht das alles sehr, sehr schnell. Das ist wie so ein Jump-and-Run-Spiel. Nur, dass Sie nicht im ersten Level sind, sondern da sind Sie in Level 20, 25. Dann müssen Sie viel, viel schneller denken, viel, viel schneller mit Ihrem Risiko- und Money-Management umgehen. Dann sollte man das lieber nicht machen, sondern eher zurückhaltend sein. Dann muss man sagen, wenn diese bärische Keilformation bärisch aufgelöst werden sollte, aktuell ist die Unterstützungszone 1,3460 in etwa, dann hat der Markt Potenzial für eine Fortsetzung in Richtung der Ausbruchszone, des Beginns dieser bärischen Keilformation, möglicherweise darüber hinaus. Mein Problem damit ist, wenn man diesen Stundenchart tradet, das kann man durchaus machen. Man muss nur wissen, 1,34, erste Unterstützungszone mit der 20-Wochen-Linie und dann 1,3312, nächste Unterstützungszone mit der 200-Wochen-Linie. Das ist also alles gerade klein, klein. In meinem Dafürhalten nicht der optimale Zeitpunkt, auch mit den gesamten Wirtschaftsdaten und Bekanntmachungen, die auf uns warten, hier eine größere Position zu eröffnen. Aussie Kiwi ist jetzt wirklich tatsächlich hier in dieser horizontalen Unterstützung im Bereich der 1,12 angekommen und jetzt machen wir eine Hammerkerze. Allerdings schauen Sie sich das an, die K- und D-Linie sind umeinander geschlungen unterhalb der 20er-Marke. Wir bekommen nicht so richtig Unterstützung vom Momentum. Ich kann jetzt zwar mittlerweile hier über den Stundenchart eine Trendumkehrformation zeichnen, aber diese Trendumkehrformation ist nicht über diese gesamte Bewegung zustande gekommen, sondern diese Trendumkehrformation ist eher hier im letzten Drittel der Bewegung zustande gekommen. Und wenn sie bullisch aufgelöst werden sollte, dann hat sie auch nur das Ziel in Richtung, naja, 1,1360, also vielleicht 150 Pips ranzulaufen. Selbstverständlich wird die Bekanntmachung um 1.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit Trigger sein. Durchaus kann es dazu führen, dass jetzt der australische Dollar stärker entwickelt, kann aber auch dazu führen, dass diese horizontale Unterstützungsmarke bärisch aufgelöst werden sollte. Das, was wir machen ist, wir legen uns ganz entspannt ins Bett, bleiben auch nicht wach, kriegen auch die Sitzung nicht mit, stehen morgen früh auf, gucken, was hier passiert ist, ob Unterstützungen gebrochen worden sind, ob Stärke in den Markt gekommen ist und dann werden wir nach System, durchaus auch vielleicht über unsere Triggerliste, wenn es sich dann etwas ergibt, hier etwas auf der einen oder anderen Seite traden. Wenn Sie sich dafür interessieren, dass solche Sitzungen Sie gar nicht nervös machen, dass Sie mit Selbstbewusstsein in diese Sitzung reingehen, ohne dass Sie vorher eine Position eröffnen müssen und ohne dass Sie Angst haben, irgendetwas zu verpassen, wenn Sie hier gerade nichts machen, dann sind Sie herzlich eingeladen, an unserem Mentorprogramm teilzunehmen, denn danach sind Sie in der Lage, Systematik und Strategie in Ihrem Handeln reinzubringen. Und da können Sie ganz entspannt die Sitzung abwarten, werden sich sagen, okay, kann auch sein, dass er mir wegläuft. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, auch wenn Dynamik in den Markt kommt, dass er danach ein Setup bildet. Und das werde ich erkennen und das werde ich traden. Und genau darüber
sprechen wir miteinander in unserem Mentorprogramm mit dem Seminar im Februar vom 7. bis zum 9. in München. Sie sind herzlich eingeladen, sich Informationen dazu einzuholen und Systematik in Ihr Trading für das Jahr 2014 zu bringen. Und obwohl wir in der kommenden Woche wirklich sehr, sehr viele wichtige Monetary Policy Entscheidungen erwarten, muss man sagen, Kiwi kanadische Dollar ist ein bisschen davon verschont. Wir haben zwar am Freitag für den kanadischen Dollar wichtige Informationen, da ist es sozusagen Verbraucherpreisindex und so weiter und so fort, was auf uns wartet, aber nicht zum Beispiel wie beim britischen Pfund oder wie beim australischen Dollar, da kommt nicht die Zentralbank und macht Bekanntmachungen. Was wir hier über den Wochenchart beim Kiwi gegenüber dem kanadischen Dollar sehen können, ist eine aufwärtsgerichtete Trendbewegung mit höheren Tiefs und jetzt laufen wir immer wieder an eine horizontale Widerstandsmarke. Anfang April waren wir an dieser Widerstandsmarke 0,88 und nachdem es abverkauft worden ist, sind wir jetzt wieder rangelaufen. Jetzt seit 1, 2, Pause, 3, Pause, 4 Wochen versuchen wir über die 88er Marke drüber zu gehen. Wenn man sich das Ganze auf Tageschartbasis anschaut, da muss man sagen, hier sieht man Widerstand, abverkauft worden, jetzt laufen wir ran und haben eine Trading Range. Entweder ist das hier ein Dreifachtop, ist so etwas wie ein Doppeltop, nur dass wir einen Dreifachtop haben, vielleicht wird es auch eine Schulterkopf-Schulterformation, nur dass die Schultern sehr hoch sind im Vergleich zum Kopf, wie auch immer, entweder lösen wir hier diese Unterstützungszone im Bereich der 85,70 bärisch auf, dann haben wir Potenzial, das, was wir hier gemacht haben, nach da zu machen. Dann würden wir nämlich in Richtung der 200-Tage-Linie laufen. Oder, was viel interessanter wäre, ist, wenn wir das Ganze hier bullisch auflösen sollten und über die 88er-Marke gehen, dann hat der Markt Potenzial, eine solche bullische Bewegung zu machen. Und das nehmen wir jetzt ebenfalls mit auf unsere Watchliste. Bei den anderen Assets, bei den anderen Forexes, Devisenpaaren, die wir uns anschauen, auch längerfristig für uns interessant sind, hat sich heute nicht so richtig etwas Dynamisches getan und ich will gar nicht Ihre Zeit unnötig in Anspruch nehmen, indem ich Ihnen immer wieder die gleichen, noch nicht aufgelösten Informationen zeige und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und lasse Sie wissen, dass wenn Sie mögen, ich mich freuen würde, wenn Sie zu unserer nächsten Ausgabe wieder da sind, das Ganze am Mittwoch, dann wieder mit Forexes bei den Formationstrainern. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke Pick.